До свидания, друг мой, до свидания, милый мой, ты у меня в груди. Предназначенное расставание обещает встречу впереди. До свидания, друг мой, без руки и слова, не грусти и не печаль бровей. В этой жизни умирать не ново, но и жить, конечно, не новей. Mein Freund, leb wohl, mein Freund, auf Wiedersehen. Du bleibst, Geliebter, mir in meiner Brust Und da vorher bestimmt war dieses Gehn, es auch ein Wiedersehen geben muß. Leb wohl, mein Freund, leb wohl, lass Wort und Hand, Verzieh in keiner Trauer dein Gesicht. Sterben ist dem Leben altbekannt. Doch so viel neuer ist auch Leben nicht. Man kann dieses Gedicht kaum kennenlernen, ohne der dazugehörigen Geschichte aus dem Weg zu gehen. So sei es auch an dieser Stelle. Jessenin schrieb dieses Gedicht am Tag vor seinem Tode und gab es einem Freund als Abschiedsbrief mit, geschrieben mit eigenem Blut, da er in dem Hotelzimmer, in dem er war, keine Tinte fand. Mein Freund leb wohl, mein Freund auf Wiedersehen. Das russische Dosvidanya heißt wörtlich eher auf Wiedersehen als Lebwohl, ist aber eine Spur pathetischer als das deutsche Auf Wiedersehen. Zumindest scheuen die Übersetzer alle ein einfaches Auf Wiedersehen und kombinieren es mit Lebwohl. Auch weil man damit im Deutschen zu einem flüssigen Lauf der Sprache kommt. Du bleibst geliebter mir in meiner Brust also im Herzen und in der Erinnerung, soweit es Sinn ergibt, in einer Art Abschiedsbrief von Erinnerung zu sprechen. Und da vorherbestimmt war dieses Gehen, es auch ein Wiedersehen geben muß. Was meint er mit vorherbestimmt? Wenn dieses Gen ein Sterben im Allgemeinen heißt, natürlich, das ist vorherbestimmt, wenn er sein Sterben auf diese Weise meint, dann teilt er damit eine schon lang bestehende Hoffnungslosigkeit mit, die er in der letzten Phase seines Lebens mit gelegentlichem Aktionismus noch zu verdrängen suchte. Dass es ein Wiedersehen geben muss, auch noch weil dieser Abschied vorherbestimmt war, entbehrt jeder zwingenden Logik. Das kann man bestenfalls glauben. Leb wohl, mein Freund, leb wohl, lass Wort und Hand, Verzieh in keiner Trauer dein Gesicht. Also kein förmlicher Abschied, dem sich ja vor allem Jessenin selbst entzogen hat. Sterben ist dem Leben altbekannt. Das Normalste von der Welt, weil es das Unvermeidlichste ist. Gerade deswegen soll man es gleichmütig hinnehmen, Natürlich nur dann, wenn einem das Leben wertlos geworden ist, das hier auch nichts Besonderes darstellt, so heißt es zum Schluss. Denn doch so viel neuer ist auch Leben nicht. Das sind keine philosophischen Betrachtungen. Das Leben wird einerseits um der dichterischen Wirkung willen dieses fulminanten Schlusssatzes, aber auch um sich davon losreißen zu können, kleingeredet.